Genau. IT Dream Jobs ist ja auch ein schönes Beispiel, wie so eine Kooperation von Firmen und Organisationen, Verbänden und Hochschulen eben kann funktionieren. Und heute bin ich jetzt quasi das letzte Mal zum Abschluss von dieser Kampagne IT Dream Jobs da und zu noch so ein bisschen ernten. Und zwar mit meistens Twitter-Meldungen, weil es ist jetzt eben modern, Social Media. Und die Kampagne findet natürlich auch ihren Niederschlag in den sozialen Medien. Wir haben Anfang, nochmal vielleicht als Rückblick, letztes Jahr haben wir ja einen Wettbewerb gemacht, wo wir von den Jungen in der Schweiz wollten wissen, was für eine App sollen wir für euch programmieren, was fehlt noch, was braucht ihr. Dann haben wir Vorschläge bekommen, 50 Vorschläge, haben die von Jugendlichen jurieren lassen und haben dann herausgefunden, dass die Jugendlichen eine Abstimmungs-App wollen. Und die haben wir lanciert im Januar und konnten 10 vor 10 gewinnen, die exklusiv über die Lancierung berichtet hat. Und im Migros-Magazin ist ebenfalls nochmal ein Bericht gekommen. Die Kampagne IT Dream Jobs ist natürlich dort nicht im Zentrum gestanden, sondern die App. Aber es hat auch bei beiden Fällen ist die Kampagne auch erwähnt worden. Und gerade auch im Migros-Magazin ist der App-Programmierer, der Reto Sen, ist auch schön porträtiert worden mit seinem Beruf. Dann das nächste Highlight war, dass wir den Google Rise Award gewonnen haben. Das ist ein weltweiter Award, den Google ausschreibt für Bemühungen in der Nachwuchsförderung. Sie haben 36 Organisationen weltweit ausgezeichnet in dem Jahr, wo der Award überkommt. Und IT Dream Jobs hat den zusammen mit dem Verkehrshaus Schweiz bekommen, für das gemeinsame Projekt, dass wir die iFactory im Verkehrshaus in Zukunft zusammen bestücken. Also das ist ein Kooperationsprojekt, in dem Sinne ein bisschen speziell, weil den Award haben wir jetzt schon bekommen, bevor wir die Ausstellung anschauen können. Aber umso schöner, wir haben den bekommen. Und in 2 Wochen kann ich mit dem Leiter Vermittlung vom Verkehrshaus zusammen 3 Tage auf Boston an Google Rise Summit, wo wir mit diesen Preisträgern weltweit austauschen, was wir im Bereich Nachwuchsförderung alles könnte noch besser machen. Auch da habe ich den meist retweeteten Tweet können absetzen. Das ist der Blick am Abend, hat das retweetet, da etwa 80'000 Follower, weil sie haben im Blick am Abend in der Schweiz haben sie einen grossen Bericht gehabt über die Verkehrshausausstellung und über den Award. Dann haben wir gefunden, wir wollen das natürlich nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Wenn man schon mal zu Google gehen kann, dann nutzen wir die Gelegenheit. Wir haben eine Preisübergabe gemacht im Gebäude von Google in Zürich. Dort waren die Sponsoren von IT Dream Jobs natürlich auch vor Ort gewesen. Google hat extra ein Plakettli für uns designt, das jetzt im Verkehrshaus steht und wo dann natürlich aufgehängt wird, wenn die Ausstellung eröffnet wird. Die vierte Werbewelle ist zu Ende gegangen, Anfang März. Es hängen jetzt noch vereinzelte Plakate. Vielleicht sehen Sie auch noch ab und zu eins. Es ist aber noch nicht fertig. Wir haben mindestens ein vielversprechendes Projekt, also neben dem vom Verkehrshaus. Das ist der Dream Job Finder. Da wird nachher Ina Hedwiger von Zeigs etwas dazu sagen, die auch zu den Sponsoren von IT Dream Jobs gehört. Sie haben basierend auf unserer IT Dream Jobs Website ein neues Angebot gemacht, wo eigentlich die Hoffnung und meine Überzeugung ist, dass es sinnvoll ist, wenn das weiterleben kann. Weil was schon so ein bisschen meine Erkenntnis ist jetzt aus diesen 2 Jahren Kampagnenarbeit, das ist, dass man Kooperationen suchen muss, dass es keinen Sinn macht, wenn Firmen kleine Einzelmasken auf in der Nachwuchsförderung, sondern dass man sich zusammenschliesst, dass man schaut, dass alle an einem Strick ziehen. Das ist nicht immer einfach, manchmal hat es ja wieder so ein bisschen widerstrebende Interessen dahinter. Aber wenn man es anbringt, dann glaube ich, dass zum Schluss ein extrem starkes Zeichen nach außen ist. Und so auch nochmal denen, die da Ihnen mitgeholfen haben, auch der Firma etc., die
viel mithilft für die Website und auch für den Dreamjob Finder. Vielen Dank und ich übergebe jetzt an Ina Hedwiger.